Guten Tag, Kollege. Ja, wir wissen, der Tag heute war anstrengend. Aber deine Schicht für heute ist fast vorbei. Du musst nur noch einen Zug nach Wandsbek-Markt fahren. Dort findet heute nämlich ein Konzert statt und deine Aufgabe ist es, die Konzertbesucher in einem Sonderzug direkt ohne Zwischenhalt nach Wandsbek-Markt zu fahren. Also mache deinen Zug abfahrbereit und los geht's. Ja, damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Hamburger Hochbahn. Die ist relativ neu erschienen und ich muss sagen, die Freeware sieht ganz schön aus. Also ein kostenloses Produkt. Wir fahren heute natürlich die U-Bahn, U1, mehr oder weniger heute als Sonderzug. Hier vorne auch nochmal schön das Logo dran. Hier auch Hamburger Verkehrsverband. Ja, der Zug ist silbern, metallisch und rote Türen. Ganz wie man das aus Hamburg kennt. Obendrauf die 780. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal ganz kurz den Zug von innen an. Der ist da relativ einfach und schlicht gehalten. Ja, Vorteil für alle diejenigen, die einen, naja, nicht ganz so guten PC haben. Ja, hier kommt schon der nächste Gegenzug. Und ich würde auch mal sagen, wir setzen uns jetzt in unseren Führerstand vorne rein. Der ist noch nicht ganz so fertig, muss ich gleich vorweg sagen. Also, wir bedienen hier heute das Fahrzeug mehr oder weniger hauptsächlich über das F3 Heat-Up-Display und fahren als allererstes mal zum Bahnhof Wandsbek Gartenstadt. Das Signal ist grün, wir können losfahren. Ausfahrt mit maximal 40 Stundenkilometern. Ja, unser Fahrzeug wird mit den Tastaturtasten A und D gefahren. A zum Gas geben, D zum Abbremsen. Ja, wir sehen auch schon, wir haben hier relativ viel Vegetation verbaut. Allerdings hauptsächlich Freeware. Eigentlich besteht die komplette Strecke aus Freeware-Modellen und eignet sich damit eigentlich auch für fast jeden PC. Wer sich die Strecke auch für seinen Train Simulator herunterladen möchte, kann das ganz einfach tun. Dazu einfach in der Standardsuchmaschine ganz kurz die Stichworte Train Simulator und Hamburger Hochbahn eingegeben. Dann sollte das relativ schnell gefunden werden und eine Anleitung befindet sich dann auch auf der jeweiligen Webseite. Wir sehen auch, dass wir hier, naja, teils dynamische Figuren haben, zumindest was die Laufbewegung in Anführungszeichen angeht. Hier der nette Blenderbursche. Also unsere Personen gleiten mehr oder weniger über den Fußboden. Ähnlich wie aus einem Science-Fiction-Film. Wichtig, fahren Sie nur langsam durch die Stationen. Da Sie nämlich in den normalen Zugverkehr reingeschoben wurden, kann es sein, dass einige rote Signale auf Sie warten. Anweisung vollständig. Nächster Halt, Wandsbek Markt 2. Okay, dann wollen wir mal los. Also heute nicht mit Vollgas durch. Wir haben genug Zeit. Und gehen das Ganze langsam an. Aber ich würde mal schätzen, so auf 60 können wir schon beschleunigen. Das dürfte noch nicht problematisch sein. Ja, hier auf der rechten Seite befinden sich wahrscheinlich ein paar kleine Strebergärten. Hier auch ein Fußgängerweg. Und schon geht's in den Untergrund für uns. Hier nochmal zwei Personen, die sich unterhalten. Eine Fußgängerbrücke. Und dann wird's allmählich hier vorne auch schon langsam dunkel. Unser Kollege. Dort vorne haben wir dann schon das erste Signal zu erwarten, in circa 400 Metern. Und wie gesagt, wir fahren die Strecke jetzt hier nicht mit Vollgas ab. Ja, mal ein bisschen runterbremsen. Ja, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, das muss ich wirklich sagen. Aber dafür, dass es ein Freeware-Produkt ist, finde ich es eigentlich ganz okay. Kann ja jeder einfach mal austesten. Und wem das Ganze zusagt, ja, der hat auf jeden Fall eine schöne Strecke für den Train Simulator gefunden. Und
Wem nicht? Naja, dem nicht. So, da vorne wären wir auch schon an einem roten Signal. Und da müssen wir sehen, dass wir hier davor halten. Ist eigentlich wie im Autoverkehr oder Straßenverkehr. Bei Rot anhalten, bei Grün fahren. Ja, was Gelb und so weiter machen, ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Gut, wir stehen. Okay, gut ist das nicht, aber ja, wir stehen, mehr oder weniger. So, hier Hochbahn, HVV, Informationstafel. Wir stehen hier am Gleis 2. Ich würde gerne wissen, wie unsere aktuelle Station heißt. Nein, ich habe keinen Vogel. Weder als Haustier noch einen im Kopf. So, Transam Hamburg für ihre perfekte Simulation. Jetzt verfügbar, Hamburger Hochbahn für den Train Simulator 20XX, kostenlos auf trainsimhamburg.de erhältlich. Da hätten wir auch gleich nochmal den Vertreiber. Roter Glückser, oder Glückser. Ihr flotter Drink. Okay. Ja, das Modell selbst hat relativ wenige Texturen, sind auch nicht unbedingt die hochauflösendsten, aber wie schon anfangs angesprochen, als Freeware-Modell geht das Ganze total klar. So, wir haben Grün, können wieder anfahren, das relativ langsam und dann immer schneller werdend. Auf der linken Seite, jetzt vielleicht gerade etwas schlecht zu erkennen, aber haben wir auch eine Stromschiene. Wie das bei vielen U- und S-Bahnen noch ziemlich üblich ist. Hier wahrscheinlich auch mal die Notausgänge beleuchtet. In dem Fall hier in Blau. Das nächste Signal erwartet uns dann erst am Bahnsteig von Wandsbek, ja, von Wandsbek Markt 2. Erst dort müssen wir wieder mit einem roten Signal rechnen. Da wir ja dort so oder so anhalten müssen, überrascht uns das wahrscheinlich dann nicht. Wir können hier in dem Zug auch maximal eine Leistung von 40% aufschalten. Das liegt einfach daran, dass der Zug hier quasi nur zwei Fahrstellungen hat. Einmal bremsen, einmal Gas geben. Und ja, die Neutralstellung für den Stillstand. Und dann darf man das so ein bisschen ausbalancieren jedes Mal mit den zwei Stellungen. Je nachdem, wie schnell man fahren will, gibt man dann ebenfalls halt Gas oder bremst. So, Gleis 1 steht hier aber bei uns gerade dran. Ah, hier auch nochmal ein Kiosk. So, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Türen öffnen sich. Wandsbek Markt. So, hier ist dann der Ausgang in Richtung Wandsbeker Marktstraße, Schlossstraße, Wandsbeker Königsstraße und hier in Richtung Wandsbeker Marktstraße, Wandsbeker Allee und Bezirksamt sowie ebenfalls zur Schlossstraße. Des Weiteren haben die Fahrgäste hier Anschluss zu Bus und Taxi sowie die Möglichkeit, das WC aufzusuchen. Sehr gut, die Konzertbesucher sind nun sicher angekommen, wechsle nun noch den Führerstand und fahre den Zug in die Abstellung. Dann kannst du Feierabend machen. Okay. Wird gemacht. Steuerung Plus. Und Wandsbek Markt Abstellgleis 1B. Ja, ich bedanke mich schon mal vorab für die Aufmerksamkeit von euch. Würde mich weiterhin sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, dem Video einen Like spendiert und wir uns in Zukunft weiterhin sehen. Man hört auch schon, der Sound ist nicht dauerhaft anwesend. Der kommt jedes Mal nur dann zustande, wenn wir entweder Gas geben oder bremsen. So, wir wollen aber nicht auf dem Abstellgleis 1B halten, sondern auf dem Abstellgleis 1A.
Dazwischen kommt allerdings nochmal ein Signal, von daher müssen wir da auch wieder aufpassen. Ja, das ist noch 250 Meter ungefähr entfernt. Und ja, selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf den anderen sozialen Netzwerken, beziehungsweise in den anderen sozialen Netzwerken mir folgt, den Kanal hier weiterverbreitet. Und ja, in dem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Die Fahrt geht allerdings noch einige Meter weiter. Ciao, ciao.